In diesem Jahresendmagazin stellen wir einmal eine Berufsgruppe ins Rampenlicht, von der man sonst kaum etwas liest, die Techniker. Die Techniker in der Werkstoffforschung beispielsweise testen neue Materialien, die für leichtere und damit effizientere Triebwerksschaufeln wichtig sind. Zwei von ihnen haben wir über einen längeren Zeitraum begleitet. Was wir dabei erfuhren, lesen Sie im neuen DLR-Magazin. Ein weiterer Beitrag hat die Schlagzeile "Der letzte seiner Art". Gemeint ist damit der ATV-Raumtransporter. Nach 5 erfolgreichen Missionen endet dieses Programm. Wichtige Bauteile davon werden aber im Orion-Raumtransporter der NASA eine Zukunft finden. Außerdem gehen wir mit Ihnen in dieser Jahresendausgabe ins Museum. In der Bonner Kunsthalle ist noch bis 22. Februar 2015 die Ausstellung Outer Space zu sehen, die Kunst und Weltraum auf eine ganz überraschende Art zusammenführt. Falls Sie es nicht schaffen, in die Ausstellung nach Bonn zu kommen, es gibt dazu auch eine Sonderseite, die reich bebildert ist, unter dlr.de. Sie können das DLR-Magazin kostenfrei auf unseren Webseiten abonnieren und bekommen es dann umgehend zugeschickt.